Hallöchen und willkommen zurück hier in Ditchwater bei einer neuen Runde Anno 1800. Wir spielen weiter in unserer Kampagne in unserer kleinen Gemeinde. Wir warten noch auf unsere 4-Tonnen Segel, aber es geht langsam los, denn die ersten Wolle sind eingegangen, die ersten Wollfasern, Wollstoffe in der Segelweberei. Wir müssen jetzt dieses Lagerhaus upgraden, denn hier kommen zu viele Transporter an, das schaffen die nicht mehr. Alles zu entladen. Die Entwicklung ist stabil, die geht hoch, die geht hoch, die geht hoch. Schätzchen. Schätzchen. Wir haben so viel Schwein. Also ist das wieder auch 1 zu 1. Aber wir haben nicht genug Arbeiter. Also ich kann eh noch nichts weiter bauen. Wir brauchen einfach noch viel mehr Bevölkerung. Lieber ein paar Arbeitslose. Auf Vorrat haben. Ich habe meine Familie bei mir. Das ist doch schön. Schade, dass man hier nicht, kann man das hier sehen? Ja, hier, ne? Ach nee, sehe ich nur das. Aber ich sehe nicht, wie viele noch frei sind, wie viele Plätze an Bevölkerung. Oder? Nee. Du kriegst gleich Wann deine Segel. Endlich etwas dankbar. Wo bleibt mein Segeltuch? Bitte schön. Nichts, was du tust, wird die dunklen Wolken vertreiben. Das werden wir ja noch sehen. Kleiner Hafen, wie groß ist der? Ach jo. Kaimawon Tipo. Du hast seit dem Sturm nicht zufällig mein Sträflingsschiff gesichtet? Falls doch, bring mir alles, was du bergen kannst. Okay, solche Aufträge gibt es anscheinend auch noch, wie in den anderen Anno-Teilen. Jo. Aber kannst du mir zeigen, wo das ist? Anscheinend nicht. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins Unbekannte. Eine Lieferaufgabe, okay. Holter die Polter. Holter die Polter. Liefern Sie am Blakes diplomatische Clipper 25 Tonnen Ziegelstein. Wir haben nur 17. Dauert noch ein bisschen. Ach, da sind die. Okay, dann hole ich wohl erstmal die ab. Dann ist der Ziegelstein fertig und dann machen wir das für den... Wie hieß er? Der Onkel. Nee, nicht Onkel. An Plagues. Archibald, glaube ich. Archibald Plague. Möchten nicht mal Leute einziehen. Überall nur 13. Dann liegt es anscheinend an der Kathedrale oder irgendwas. Dann muss ich wieder upgraden. So, dann retten wir mal diese Leute. Okay, das ist Menü, das dreht sich immer. Dankeschön fürs Speichern. Jetzt bergen wir erstmal die Schiffbrüchen. Eine neue Insel wurde entdeckt, sehr gut. Gerettet! Und nun, bewahren Sie uns auch vor einer schweren Ungerechtigkeit? Das heißt? Die Anschuldigungen, die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden. Der Mann ist ein Betrüger! Und dann bringen wir euch halt ein zu uns, Brief. Ne? Er trägt Edwards Siegel. Wage es nicht, Samuels Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth. Und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen. Ich habe das Dokument schon geöffnet. Öffne den Brief. Er birgt ein Geheimnis. Jede Wette. Habe ich doch schon. Los, komm. So sehr wir Onkel Edward auch verabscheuen. Es wäre unehrenhaft, seine persönliche Korrespondenz zu öffnen. Oder habe ich den einfach nur da rausgekickt? Ich habe ihn geöffnet, tut mir leid. Sehr verehrter Direktor Blakeworth. Mehr zu den Mitverschwörungen des Verräters Samuel. Verbrechen und Strafen wie folgt. Ernest Sterling,
Gebrauch unflätiger Sprache, 16 Jahre Zwangsarbeit, ach du meine Güte, wäre das Herz gut? Identitätserschleichung, Verbannung zu den Antipoden, Elias Nobel, Verfassung von Drohbriefen, lebenslange Haft und natürlich die noch Hanora Hornet, Rufmord, lebenslange Haft. Der Richter schloss sich meiner Ansicht an und alle wurden verurteilt. Okay. Sieh nur, das sind genau die Menschen, denen Vater am meisten vertraute. Anwälte, Ärzte, Akademiker. Er will sie alle beseitigen. Ich hätte nie gedacht, dass er so korrupt sein könnte. Wir müssen diesen Fall vor die höchste Gerichtsbarkeit bringen. Okay. Er weiß jedenfalls, wie man Kritiker zum Schweigen bringt. So zu Archibald Blake. Das machen wir, aber erstmal warten wir noch auf das Leben. Oder auf den Leben. Zweimal Leben brauchen wir noch. Und dann können wir gleich noch die nächste Aufgabe mit erfüllen. Und dafür gibt es ja noch ein bisschen Cash. Und hier muss ich ja auch noch upgraden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da habe ich jetzt schon zwei Ziegeleien. Und es reicht trotzdem nicht. So, einmal Hammer. Reicht das? Hatte ich 23? Ja, es reicht nicht. Jetzt reicht's. Dann fahren wir schnell hier hin, dahin. Hier ist das. Worms Prison, okay. Da gibt es auch Aufträge. Aber ich muss ja erstmal dahin. Aber wir können trotzdem hingucken. Was hat er für mich? Man ist schuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Produktivität. Plus 10%. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Zerstören Sie ein Kanonenboot, okay. Nur wo soll ich das zerstören? Wie? Und die Musik gleich böser, ne, wenn man bei dem Gefängnis ist. Sie haben es in vollen Zügen genossen, stimmt? Ja, wenn ich mir diese kleine Flapsigkeit erlauben durfte, allererste Sahne. So, die Gefangenen. Zu Archibald Blake, da bin ich doch. Ah, da muss ich jetzt dahin. Was haben Sie da im Schlepp? Hat er tatsächlich? Hat er. Ich werde mit Edward ein ernstes Wort reden müssen. Lassen Sie diese Menschen in meiner Obhut und nehmen Sie dieses Schiffspatent. Sie haben es sich redlich verdient. Danke. Das ging dich nichts an. Und welches Recht hat die Krone, sich in meine Belange einzumischen? Ja. Welches Recht? Die Krone ist immer noch über uns, ne? Wir sind ja nur... Wir alle sind Ihnen überaus dankbar für das, was Sie getan haben. Ihr Vater wäre mehr als stolz. Wir sind nur Industriemagnate. Ich bin so erleichtert, dass unsere Rechtmäßigkeit nicht länger in Frage steht. So, das Holz ist immer noch viel zu viel. Hier wird schön erkundet. Wenn ich die Augen schließe, rieche ich schon den Teer und sehe von Vaters Zimmer aus die Masten schwanken. Dann bauen wir jetzt mal hier diese Hafenmeisterei und zack. Oder erstmal besser gesagt den Kuhbrin. Segelschiffswerk, ach du meine Güte. Hier können wir noch theoretisch eine Kaimauer bauen. Ein bisschen nicht. Ein Neuankömmling, so wie einst der alte Willy hier. Halte dich einfach an mich, dann wird schon nichts schief gehen. Hafenmeisterei, die haben wir ja schon, ein Depot. Oh, das ist ja auch riesig. Wir warten erstmal, wir brauchen eh noch Rohstoffe. Und wir haben noch eine neue Insel entdeckt. Und da ist jemand drauf, ne? Der Upper Hill, der Willy Wibblesock. Er macht hier Fett auf Getreide. Ist das auch wirklich alles meins? Gibt's den nächsten Auftrag, aber erstmal mache ich jetzt hier weiter.
Es fehlt Lehm. Ist ja klar, haben wir gerade verkauft. Es fehlt noch mehr Lehm. Und es fehlen Bauern. Wir brauchen mehr Bauern. Zack. Zack, nochmal drei Bauerhütten. Feldweg rundherum. Hallo? Hallo? Haben wir langsam mal das Kanonenboot gefunden? Hier ist noch eine schöne Insel. Das haut ab, habe ich das Gefühl. Es fehlen immer noch Bauern. Das gibt's doch nicht. Gut, die kommen jetzt gerade erst an. Das dauert noch ein bisschen. Hier sind immer noch 13 drin. Die Kirche werde ich erstmal bauen. Oder? Die drehen wir mal eine Runde. Und wo setzen wir die denn am besten hin? Da kommt die mit hin. Hier gibt es dann noch eine kleine Baumreihe einfach mal dazwischen. Die eine kleine Allee gemacht, ganz einfach, zack. Oder machen wir mal eine Hecke. Ein Apfelbaum. Können sie noch Äpfel pflücken. Oh, da kommen die Boote. Weißt du, was wir mit Royalisten tun? Wir schicken sie zu den Fischen. Hat das Boot überhaupt Kanonen? Ents Vater wurde vom verrückten König hingerichtet. Schaden pro Sekunde, okay. Jetzt ist sie selbst verrückt geworden. Okay. Da wurde jemand hingerichtet, das ist nicht gut. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wir haben ja die Feuerwehr. Ich bin Heshuo, Prinzessin Xing. Mein Vater und meine Mutter sandten mich als Botschafterin in diese Gefilde. Müssen wir das angreifen? Schiff unter Beschuss. Hallo, greift das mal an. Jetzt greift es an. Volle Breitseite, los. Gleich ist es down. Noch eine Salbe. Berufsrisiko. Ich habe doch ein Kanonenboot zerstört, oder? Sie sind ein erhabener Mensch. Die Flammen wurden gelöscht. Und noch eine Runde. Zack, und gleich ist tot. So, Waffenstillstand, Angebot, Forderung. Was soll ich das bezahlen? Nee. Überflüssig ist doch gut. Oh, das soll ich nicht hören. Oh. Spielstand gespeichert. Fährt mein Boot los, ja. Bis ich bei dem bin, das dauert ja noch ewig. Eins ihrer Schiffe wurde angegriffen, ich weiß Bescheid. Ich fühle mich taufrisch. Und der Lehm reicht immer noch nicht. Soll ich jetzt hier noch eine Lehmwerkstatt bauen hier? Eine Ziegelei? Oder wir warten einfach. Wir warten. Was soll's? Kein Platz mehr frei. Kein Platz. Das ist nicht gut. Boot. Reparierst du dich alleine? Weil ich habe hier Reparatur dabei, oder? 100% Selbstreparatur. Ja, es repariert sich. Das ist ja cool. So, wir zoomen mal ein bisschen raus. Inselbevölkerung. Okay, hier sieht man alles. Nächste Bevölkerungsstufe ab 750 Arbeitern. Der durchschnittliche Zufriedenheitsstand ist 24. Okay. Eine wunderliche Hafenstadt. Wir müssen jetzt erstmal auf Leben sparen für die Kirche. Dauert noch ein bisschen. Kommt der mir jetzt entgegen? Er kommt mir nicht entgegen. Die können wir alle löschen. Zurück zur Insel. Zurück nach Ditchwater. So, da gucken wir mal noch mal rein. Wie sieht denn die Kirche aus? Okay.
Also das Blueprint wirkt schon mal recht ansehnlich. Straße rundherum. Ich will ins Puppentheater gehen. Vielleicht können wir noch einen Friedhof bauen, das kommt dann hier mit hin. Aber wir haben echt zu wenig Lehm. Und dann brauche ich wieder ein Lagerhaus. Sind Sie empfänglich für den Handel? Na klar. Es gehört doch sicher zum guten Ton hier, ein solches Angebot nicht auszuschlagen. Kann ich denn was für den Handel wegtun? Linksklick handeln, okay. Ziehen, um das Handelslimit festzulegen. Ausgewogen. Gekauft und verkauft. So, wobei, ne, Holz will ich nicht verkaufen. Das kann ich verkaufen, bringt bestimmt mehr Geld. Verkaufspreis 4. Und Kaufspreis 10. Und hier. Na, da bringt das mehr Geld. Fisch wird langsam knapp. Ich brauche noch eine Fischerei. Das sollte man die wohl erstmal bauen. Das ist wichtiger. Als der Hafen. Nicht der Hafen. Die Kirche. Der Hafen kommt auch noch. Aber wie gesagt, uns fehlen Ziegelsteine. Ja, dieses Boot will mich doch verarschen, oder? Ich finde es einfach nicht, dieses Boot, ey, das gibt's nicht. Wir brauchen Bauern. Da baut man eine Fischerei und braucht schon nur 5000 Bauern. So, die Stadt wächst. Und wo ist das Boot jetzt? Ist jetzt mit denen angekommen. Ne, es fährt hier weiter, okay. Dann müsste ich es ja langsam einholen und mein Boot müsste wieder repariert sein. Ja, das ist wieder bei voller Gesundheit. Und wir machen hier natürlich hier noch schön Einfluss. Da kommt's. Schiff unter Beschuss. Ja, das hält nicht viel aus. Nur drei Salven, dann ist es gut. Und dann können wir noch diese Leute oder was auch immer retten. Was ist denn das? Kisten oder was springt denn da rum? Ich würde hier gerne bergen, aber ich komme nicht ran. Ach, da muss ich da noch draufklicken. Häftlinge. Ja, die möchte ich nicht einsammeln. Okay, doch. Dann liefern wir euch ab. Und jetzt können wir nämlich die Dings bauen, die Kirche. Oder auch nicht. Es fehlen noch 2 mal Ziegel. Haben wir jetzt schon was verkauft? Ich weiß es gar nicht. Das können wir noch verkaufen. Erlösen Sie mich. Ich erlöse dich. Ein echter Gesetzeshüter. So kennt man mich. So, dann fahren wir wieder nach Hause. Und wir hatten ja, was hatten wir denn hier noch? Eine Handelskammer. Nutzt Items, um die umliegenden Produktionen zu verbessern. Okay. Aber mehr verbessert das nicht. So ein kleines Gebiet nur. Dann wäre es hier mit am besten, ne? Und das braucht bestimmt noch Straße. So. Kostet 50 und ich habe nichts drin, sehr gut. Ihr Schiff wird angegriffen, das ist schon alles alt, das ist alt, können wir löschen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann können wir unsere Handelskammer ein bisschen füllen mit einer jungen Dame, die die Produktion erhöht.
Also bis dahin, bleibt uns treu und tschüss, euer Rob.